Schönen guten Abend. Sind unsere Preisträger schon zugeschaltet? Ja, hallo. Guten Abend. Ich sehe nur zwei, Christian Baas und Oda Lambrecht. Dazu gehören aber auch noch Simone Horst und auch der Redakteur Lutz Ackermann, habe ich mir sagen lassen, hat wesentlich dazu beigetragen. Ich gratuliere Ihnen schon mal vorab zum Preis, aber noch ein paar Sachen möchte ich gerne zum Hintergrund sagen. Sie erinnern sich, vor einem Jahr gab es sowas wie ein erstes großes Aufatmen, als die Nachricht kam, wir haben hochwirksame Impfstoffe. Und da wurde dann gefeiert, dass tolle Forschung stattgefunden hat und dass die Corona-Seuche auf Basis einer neuen Technologie bekämpft werden kann. Und dann sagte, wie auch im Einspieler zitiert, unsere Kanzlerin, übrigens nicht nur sie allein, auch Präsident Macron und auch unsere Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen und noch einige andere, sie versprachen, das sei ein globales öffentliches Gut, das für alle verfügbar und erschwinglich sein muss. Und das war glatt gelogen. In Wahrheit blieb die Technologie zur Herstellung der Impfstoffe im privaten Besitz einiger weniger Hersteller. Und diese streben zuallererst nach Profitmaximierung und fordern Preise, die nur die reichen Staaten bezahlen können. Und im Ergebnis ist bis heute die Hälfte der Menschheit nicht vollständig geimpft. Das ist nicht nur maßlos ungerecht, das ist auch maßlos dumm. Denn je länger die Pandemie wüten kann, umso wahrscheinlicher drohen neue Virusmutationen und umso größer sind die wirtschaftlichen Verheerungen. Und wie es dazu kam, das konnte man bereits Anfang Februar in der ARD sehen. Und das verdanken wir den Kollegen, den schon erwähnten, Christian Baas, Oda Lambrecht, Simone Horst und Lutz Ackermann vom Norddeutschen Rundfunk. Denn sie haben genau dieses Verhängnis sehr früh kommen sehen. Wem gehört der Impfstoff? Diese Frage begannen sie schon im Herbst 2020 zu stellen, als die Impfstoffe noch gar nicht richtig, man hörte schon, aber es war noch nicht zugelassen. Und die Antworten ließen von Anfang an Schlimmes ahnen. Trotz globalem Lockdown haben die Kollegen damals überall versucht, Kronzeugen aufzutreiben, Leute, die sich auskennen mit der Industrie und mit den Praktiken, sowohl in den USA als auch in mehreren Ländern Europas. Und so zeigten sie auf, dass die Impfstoffe zwar nur dank jahrelanger Forschung an öffentlichen Einrichtungen überhaupt entwickelt werden konnten und dass die Pharmakonzerne außerdem auch noch Milliarden an Euro und Dollar an Fördergeldern bekamen, dass aber die verantwortlichen Politiker und Behörden trotzdem tatenlos zusahen, als die begünstigten Unternehmen Patentmonopole auf die Substanzen beanspruchten und sich weigerten, ihr Wissen mit anderen Produzenten zu teilen. Und während die beteiligten Pharmakonzerne sich noch, ich zitiere den Kollegen Baas, noch als Weltenretter inszenierten, stießen die Autorinnen mit ihren Fragen nach den Kaufverhandlungen mit den Regierungen, Preisen, Produktionszahlen und Produktionsstätten auf eine Mauer des Schweigens. Und trotzdem dokumentierten sie schon Anfang Februar dieses sich zusammenballende, die sich anbahnende, ungeheuerliche Versagen unserer Regierenden bei der Verteilung des Impfstoffs auf die ganze Welt. Das war eine erstklassige Arbeit, die unbedingt preiswürdig ist. Ich gratuliere. Mir wurde gesagt, Frau Lambrecht wird antworten. Stimmt es? Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sonst muss ich alle vier Namen immer aufsagen. Ich richte meine Fragen jetzt an Sie. Als noch alle Welt froh war, dass es die neuen Impfstoffe bald geben würde, da haben Sie von Anfang an angefangen, unbequeme Fragen zu stellen. Was hat Sie dazu gebracht, schon so früh im Herbst 2020? Ja, wir beschäftigen uns ja schon länger mit der Pharmaindustrie, der Finanzierung von Medikamenten. Wir haben ja bei Antibiotika zum Beispiel auch dieses enorme Problem, dass die Industrie damit kein Geld verdienen kann und dass wir dadurch wahrscheinlich bald keine neuen Antibiotika haben werden. Und insofern lag es natürlich nahe, bei diesen wichtigen Impfstoffen genau da auch hinzuschauen, weil wir das Gefühl haben, dass hier irgendwas
nicht mehr so ganz in der Balance ist. Also es ist ja klar, dass das eine Meisterleistung ist, nicht nur die zu erforschen an Universitäten, diese Technologien, sondern auch natürlich, dass man den Unternehmen zu Dank verpflichtet ist, dass sie das hinkriegen, die dann eben auch herzustellen. Das ist ja alles eine Riesenherausforderung, vor allen Dingen jetzt bei den Corona-Impfstoffen in der Geschwindigkeit. Und dennoch hat man das Gefühl, diese Intransparenz der Verträge, dieses sich gar nicht äußern wollen mit der Gleichzeitigkeit, dass wir das ja alle als Steuerzahler öffentlich finanziert haben, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn man das ins Verhältnis setzt zu diesen Milliardengewinnen, die die Unternehmen damit einfahren. Bis heute verhindern die Patentmonopolisten den Ausbau von ausreichenden Produktionskapazitäten und erzielen nach Berechnung von Oxfam pro Sekunde 1.000 Dollar Gewinn, während gleichzeitig im globalen Süden Hunderttausende sterben, die mit Impfung gerettet hätten werden können. Haben Sie erwartet, dass diese Ungleichverteilung so krass sich durchzieht über das ganze Jahr? Ich würde sagen, leider ja. Ja? Was begründet das? Wie kommt das? Also ich sag mal, ich muss zugeben, wenn man mich vor einem Jahr oder zwei gefragt hätten, wo ist die gefährlichste Machtzusammenballung, die von der Politik nicht kontrolliert wird, hätte ich immer gesagt, Finanzindustrie, BlackRock und Co. Nach diesem Jahr der globalen Ungleichverteilung des Impfstoffes, die ja uns alle gemeinsam gefährdet, frage ich mich, ob nicht vielleicht doch die Pharmaindustrie die gefährlichste unkontrollierte Machtzusammenballung ist. Teilen Sie diese Einschätzung? Naja, also ich finde, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Natürlich haben auch die Pharmaunternehmen jetzt, muss man schon sagen, ziemlich Unglaubliches geleistet. Sie fahren nur eben, wie wir finden, völlig unverhältnismäßig dafür Gewinn ein und kümmern sich eben nicht darum, dass es gerecht verteilt wird, beziehungsweise dass wirklich alles dafür getan wird, während dieser schrecklichen Pandemie und diesen vielen Toten mehr Menschen zu retten. Und das finden wir schon irgendwie sehr grundlegend falsch, also angesichts dessen, dass das eben zu großen Teilen ja von der Öffentlichkeit finanziert worden ist. Also nicht nur die jahrzehntelange Forschung, die an Universitäten stattgefunden hat, sondern natürlich sind auch viele Forschungsgelder reingeflossen von Staaten wie den USA oder natürlich auch hier in Deutschland. Aber natürlich, also wir haben ja auch viele Gespräche geführt mit Vertretern der Pharmaindustrie und sie beharren natürlich sehr, sehr lange auf diesem Finanzierungsmodell, was aus unserer Sicht nicht funktioniert, weil es nicht gerecht ist. Und ich glaube, wie gesagt, am Beispiel der Antibiotika uns auch noch, sage ich mal, im reichen Westen treffen wird. Da beharren sie natürlich drauf, weil es für sie einfach das beste Modell ist, um diese wahnsinnigen Milliardengewinne einzufahren. Und natürlich wäre es großartig gewesen, hätten sie angesichts der Pandemie frühzeitig gesagt, angesichts dieser weltweiten Katastrophe handeln wir dieses Mal anders, geben Lizenzen früher raus, kümmern uns noch viel mehr darum, dass Herstellungskapazitäten überall auf der Welt noch viel schneller geschaffen werden und in größerem Umfang, um Menschenleben zu retten. Die Verteidiger dieser Patentmonopole, und zwar sowohl bei der Industrie als auch in unserer eigenen Regierung, behaupten ja, das würde gar nichts nutzen, wenn man diese Patente freigibt, weil das kann ja niemand anders, außer denen, die das jetzt schon tun. Die anderen sind nicht schlau genug, die Technologie zu kopieren. Stimmt das? Also auch das ist sicher jetzt keine ganz einfach zu beantwortende Schwarz-Weiß-Frage. Aber wir haben mit Experten gesprochen, die sagen, dass es schon möglich gewesen wäre. Natürlich hätte man die Unterstützung der Pharmakonzerne dafür gebraucht. Aber angesichts dessen, dass sie natürlich sowieso, also dass sowieso klar war, dass sie unendlich viel Geld verdienen werden, was ja in Teilen auch völlig gerechtfertigt ist für diese Leistung, hätte man schon erwarten können, dass sie genau diese Unterstützung eben auch leisten. Weil sie betonen ja an jeder Stelle, auch in den Werbeclips, dass ihre Arbeit allein für die Gesundheit der Menschen da ist. Und wir glauben schon, dass man hätte größere Herstellungskapazitäten aufbauen können, wenn die Pharmaindustrie sich frühzeitig genau darum gekümmert hätte. Eine letzte Frage. Mit Ihrer relativ kritischen Haltung und vor allem auch frühen kritischen Haltung gegenüber diesen Patentmonopolen sind Sie ja in den Mainstream-Medien weitgehend allein geblieben. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet bei dieser Frage doch die ganz große Mehrzahl der Kollegen, auch der Wissenschaftsjournalisten, 1:1 die Propagandamärchen der Pharmaindustrie verbreiten?
Also ich hatte den Eindruck, also vielleicht nicht ganz so früh, aber zu dem späteren Zeitpunkt gab es ja schon viele Printartikel zu dem Thema. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sich Nobelpreisträger, der ehemalige Weltbank-Chefvolkswirt, hat sich ja dazu geäußert und die Patentfreigabe gefordert. Zu dem Zeitpunkt haben sich schon auch viele Kollegen darum gekümmert und darüber berichtet. Aber dann dahinterher geschrieben, dass es gar nichts bringt und dass man die Produktion nicht in Indien und Südafrika und Brasilien machen kann, weil die alle zu doof sind. Sorry, aber das kann ich belegen. Schönen Dank. Ich gratuliere zum Preis. Bleibt bitte dran und ich möchte gerne die Fortsetzung dieses Films sehen, weil es ist noch lange nicht zu Ende. Wir danken auch sehr herzlich und wir würden gerne an dieser Stelle sozusagen auch noch unseren großartigen Kamerakollegen Henning Wirz und Anje Kohl danken und unserem großartigen Cutter Markus Ortmanns und natürlich unserer Redaktion Panorama, die Reporter, die uns monatelang hat zu dem Thema recherchieren lassen. Dafür vielen Dank.